Willkommen in Game bei Lucky Ways. Jetzt hier am Start. Heute am Start. Ich hoffe, euch geht es. Ah, Kühe. Soweit gut. Eine Kuh nur. Wo sind die anderen zwei? Sind in die Wand gebackt und gestorben wahrscheinlich, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Oh. Haben wir wieder ein Glück, ne? Ich hoffe, wir bekommen jetzt mal hier gute Items. Das wäre natürlich am besten. Ich kenne die Map noch gar nicht so richtig, glaube ich. Ich glaube, die hatte ich noch nie, oder? Bin mir da nicht sicher. Ich glaube, die hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Merkwürdig. Aber ich hoffe, euch geht's soweit gut, ne? In letzter Zeit, da haben ein paar Leute so Sachen geschrieben wie, also nur einige, De-Abo. Weil, ja, du hast dich verändert. Dein Commentary ist irgendwie anders und so. De-Abo. Ja. Kann mich die Leute natürlich gerne auch deabonnieren, da habe ich nichts gegen unbedingt. Ich persönlich habe aktuell, wie gesagt, mehr Motivation an den Videos. Bin dementsprechend auch ein bisschen besser drauf. Ich glaube, das merkt man auch beim Commentary jetzt in letzter Zeit. Ich habe jetzt die Tage auch richtig wenig Minecraft gebracht. Sehr viel Nicht-Minecraft-Content habe ich auch gebracht. Attacke! Und das Krasse war, fand ich, ich habe richtig viel Nicht-Minecraft-Content gebracht. Und die Leute haben das geguckt, sie haben das echt sehr, sehr gerne geschaut. Und niemand hat sich beschwert. Niemand hat geschrieben, kein Minecraft-Öl mehr. Minecraft, kein einziger. Das hat mich einfach gefreut und wirklich motiviert. Ich bin ja von 4, 5 Videos runtergegangen, wieder auf 2 oder 3. Nehme jetzt wieder mit meiner externen Kamera auf. Das Negative an dieser Kamera ist, dass sie nach 17 Minuten oder 16 Minuten die Aufnahme abbricht. Das ist echt doof. Kann man aber bei der nicht ändern. Habe ich schon gegoogelt. Geht leider nicht. Das liegt an der Kamera. Dafür sind es 60 FPS flüssig. Und kommt, nein, oh, ich wollte schon sagen, nicht hier runterfallen und sterben. Und halt, und von der Quali her ist sie sehr gut. So, ne, deswegen, dann nehme ich mir mehr Zeit in letzter Zeit auch zum Kommentieren, zum Commentary machen, zum Schneiden, zum Video machen allgemein mit der Kamera und. Deswegen nur 2, 3 Videos am Tag, aber die sind qualitativ deutlich besser, meiner Meinung nach. Das schreiben auch die Leute, die haben nämlich geschrieben, dass es qualitativ besser geworden ist. Und sie das aber gut finden. Sie mögen das. Ihr feiert das. So. Und da gab es in letzter Zeit so viele Kommentare, wie cool das doch ist und wie verbessert sich mein Commentary hat und so. Da war ich halt einfach motiviert und bin auch wieder motivierter. Das merkt man. Und das freut mich. Dann nochmal ein dickes Dankeschön an alle. Mann. Vor allem, ich habe die Tage ja weniger nicht Minecraft-Content gebracht, habe ich ja eben erzählt. So, da hat sich keiner beschwert, weil die Leute haben mehr geschrieben, dass sie das cool finden. Sie fanden die Spiele lustig, sie fanden lustig, wie ich das gemacht habe und kommentiert habe und. Und das ist so eine Sache, die hat mich, glaube ich, am meisten motiviert, dass einfach die Leute das gefeiert haben, auch wenn es kein Minecraft war. Und das hat mich sehr gefreut. Das hat man ja auch gesehen an den, habe ich dann immer gesehen an den Kommentaren, an den Likes und so. Und das war schön. Ja, ja. Und jetzt bringe ich auch heute wieder Minecraft Lucky Ways eine Runde. Dort den ganzen Mal wieder spielen, weil ich da Lust zu hatte. Ich habe die Tage immer dann, wenn ich Minecraft gebracht habe, manchmal auch Minecraft gebracht, weil ich dachte, ich muss Minecraft bringen. Aber damit war ich auch unglücklich. Das hat man auch gemerkt. Mein Commentary hat darunter auch gelitten. Ich war immer so ein bisschen gar nicht mehr so, ja, motiviert wie früher, sage ich mal, ne? Ich war motivierter mal und auch lustiger drauf. Und so bin ich jetzt auch wieder. Und es gab noch ein paar Leute, die fanden das doof. Ich finde das gar nicht doof, weil das, so bin ich halt, ne? Und wenn man damit nicht klarkommt, dann sollte man halt gehen. Aber wie gesagt, ich rede gerade von einem kleinen Teil. Der Großteil, ihr alle anderen, ja, fanden das im Gegenteil. Die fanden das richtig super und toll und das ist schön. Das ist schön. Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Ich hatte gerade Angst zu sterben. Aber wir sind gut dabei. Da sind wir dabei. Habe ich alles erzählt, was ich erzählen wollte dazu? Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube, ja. Bin mir da nicht sicher. Ich habe kein einziges Diamantenteil gefunden. Wie viel Pech habe ich bitte? Oh! Oh! Ah, wenn man das Ziel erreicht. Na, schnell alles aufsammeln. Komm. Ah,
Mann, die ist doch ab. Junge, ich kann mein... Ja, ich konnte das nicht öffnen. Oh shit. Oh shit, schnell, ich muss anziehen. Ich hab die Datei. Perfekt. Puh. Warum haben alle... Oh, guckt euch an, wie viele Tier-Sachen die anderen Menschen haben und wie viel ich hab. Oh, Mann. Oh, Mann. Finde ich ja wieder richtig toll. Finde ich wieder richtig toll, dass alle anderen mega viele Dia-Sachen gefunden haben und ich einen Scheiß habe ich. Mein Gott, ey. Mann. Wie nervig. Genau. Und dann gab es auch Leute, die haben in den Kommentaren auch manchmal Shit abgelassen, so. YouTubers Live zum Beispiel macht mir persönlich richtig Spaß. Auch die meisten anderen, die dabei zusehen. Er hat immer Leute, die haben geschrieben, Manuel ist viel besser. Er hat es auch vor dir angefangen, ne? Wir haben es am selben Tag hochgeladen. Ich um 13 Uhr und er um 16.30 Uhr, ja? Und also war ich vor ihm, Mann. Und solche Kommentare hatte ich auch bei ein paar anderen Spielen. Hast du von PewDiePie, hast du von dem und dem und... Ach. Aber ich habe die Kommentare entweder gelöscht oder sogar die Leute blockiert. Kommt drauf an, wie dumm sie waren. Denn... Als ob du mir jetzt alles geklaut hast. Als ob... Ey, das kann nicht wahr sein, dass er mir ernsthaft mein Stuff weggenommen hat, oder? Das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Also mal ernsthaft, das ist doch nicht... Leute, das ist richtig uncool. Ja. Ja. Komm her. Genau. Ich bin aber ein bisschen strenger. Wie gesagt, ich habe mittlerweile... Weil Leute, ich habe mich immer früher richtig demotivieren lassen von irgendwelchen dummen Kommentaren auch und so. Und da haben halt Leute geschrieben oder auch Freunde von mir gesagt, du musst viel härter sein in den Kommentaren eigentlich so. Die hätten schon sowas gelöscht oder blockiert schreiben und da haben dann immer viele gesagt zu mir. Aber ich bin wohl zu nett, habe ich das Gefühl, ne? Weil ich habe das immer alles so mir zu Herzen genommen, alles so. Und ja. Da bin ich jetzt aber härter, sag ich mal so. Ja. Gut. Ich sag zu viel M ja und so gerade. Einfach nochmal ein Danke an alle für den Support. Das hat mich sehr gefreut. Auch die Daumen hoch, die Kommentare. Wirklich danke an alle für den super Support. Es ist schöner, die Abwechslung zu haben. Alles so durchzuspielen, worauf ich Lust hatte. So random Videos halt zu machen auch. Wie Search and Simulator, Horrorspiel, irgendwie ein Part oder. Wie gesagt, es ist für mich auch schöner, wenn ich dann Minecraft spiele, weil ich auch Lust habe auf Minecraft. Nicht, weil ich denke, oh ja, ich muss das jetzt machen. Weil andere Sachen gucken die Leute nicht. Oh shit. Genau, renn durch und töte mich, ne? Jonas Firebird und der unglaubliche Jan müssen wir töten. Ich glaube, ich gehe da abstauben, oder? Na. Ah! Ich esse einen Goldapfel, einfach nur damit ich das Leben habe. Mann, man merkt, ich bin konzentriert, aber ich will auch irgendwie die Runde jetzt nicht verkacken. Es haben so viele ein Leben, aber ich finde sie nicht. Ja, auf ihn drauf. Oh shit. Skybomber, wie viel Leben hat der denn noch? Noch zu viele. Auch besseres Equipment. Ich muss ein Leben, Leute, finden. Jonas, Tobias und unglaublicher Jan. Aber ich finde sie nicht. Kann nicht sein. Wo sind die denn? Da ist der Jan. Da ist der Tobias. Oh Mann. Ja? 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 Ja! Oh mein Gott! Oh, wir haben es geschafft! Oh! Equipment! Equipment! Ich habe noch einen Lucky Potion und noch einen Trank der Heilung.
Equipment. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da noch irgendwas bekommen werde. Es hat übrigens jemand auf Twitter eine Mr. Moregame News-Seite erstellt. Finde ich voll süß, sowas, dass das jemand macht. Falls die Person das sieht, schreibt mir das Codewort Tintenfisch. Nee, wirklich, da ein dickes Dankeschön. Das fand ich echt voll toll irgendwie, dass das jemand für mich gemacht hat. Ich finde das süß. Ne? Da nochmal ein Dankeschön an dich, liebe Mr. Moregame News-Seite, falls du das siehst. Du bist süß. Ja. Allgemein sollte man merken, dass ich das aktuell schöner finde und lustiger. Und auch bei den Thumbnails, da mache ich so viel Kacke. Auf einmal YouTubers Live mache ich so unglaubliche Parodie-Thumbnails auf die jetzigen YouTube-Sachen. Und es macht irgendwie voll Spaß, da sich auszutoben und irgendwie den größten Scheiß zu zaubern. Also wirklich, das macht mir echt irgendwie Spaß. So. Ja, weg mit dir. Ey, ich treffe immer nur den Rasen. Na, ja! Still alive! Ich esse einen Goldapfel. Wir haben ja genug. Ich habe so Angst, ne? Ich will nicht sterben, habe ich noch. Das kann ich ja wegwerfen. Brauche ich ja alles gar nicht. Kompass zeigt, dass da hinter mir einer ist. Möchtest aber auch nur noch ein Leben. Gott sei Dank, ne? Es leben eh nur noch drei Leute. Warum werden dann mehr angezeigt? Ist das ein Anzeigefehler? Ja. Nein, nicht Lex. Oh. Ja, kommt er von hinten. Und will mich snacken. Nicht mit mir. Yo! Ah, der wollte mich echt snacken, ne? Der wollte mich einfach von hinten snacken. Ja! Ah, wir haben gutes Equipment jetzt noch bekommen. Wir leben noch. Dummi YouTube lebt noch. Haben wir noch irgendwelches. Noch einen Trank der Heilung? Ich nehme den mal. Ach, der hält nur ein paar Sekunden. Verdammt, der hält nur 6 Sekunden und er rennt weg. Verdammt. Oh nein. Ich fresse einen Goldapfel. Einfach nur, damit ich auch mehr Leben habe. Ja, ich versuche zu straven. Oder auch nicht, oder auch nicht. Er entkommt! Meine Nase juckt. Ja. Ja! Wir haben es noch gewonnen! Danke fürs Zusehen! Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über Support freuen, indem ihr einen Kommentar schreibt oder einen Daumen nach oben da lässt. Würde mich sehr freuen. Danke fürs Zusehen! Bitte, bitte komm mich weiter. Ich liebe dich. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich bin extra so gemacht, ja? Ich bin keine Zecke. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling, mit der kämpfen kann. Ich bin ein Kampfschmetterling. Das Schmetter im Schmetterling steht für Zerschmetterung.